Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter. Heute mal ein Single-Test, weil letztens das ja nicht gut funktioniert hat. Witzigerweise habe ich es heute an der Tag so remote laufen gehabt, das Spielen. Es kam mir so vor, als wäre es nach Stunden noch immer alles okay gewesen. Also ich teste das jetzt mal. Ich bin heute leider sowieso später dran, weil ich eingeschlafen bin bei meiner Kleinen. Was so viel heißt wie, ich weiß gar nicht, ob der WLAN hier ist, im Discord sehe ich ihn jetzt nicht. Ich werde ihn halt mal ein bisschen in Frieden lassen. WLAN, wenn du das siehst, ich gönne dir mal eine Pause. Und keine Sorge, die halten ja naturgemäß nicht recht lang. Ja, es funktioniert halbwegs hier mit diesen Dingen, weil ich werde hier weiter mit diesen Kästen jetzt bauen. Bringen wesentlich mehr auch hin. Ein Kasten hat 80 Plätze und ein normaler 35. Das mehr als das Doppelte, das ist schon recht heftig viel. Vor allem werde ich da jetzt dann wirklich während der Party auch jetzt ein bisschen mit die Tiere beschäftigen. Und das hier abreißen. Wir haben hier wieder. Oh. Jetzt hier. Kann ich hier schon einen reinstellen? Jawohl, schau, ich bringe das hier rein. Das ist jetzt super. Ja, das schaut geil aus. So, dann werden wir hier gleich mal Kobalt machen. Also ich baue das jetzt schon zum x-ten Mal um. Aber ja, das mit der richtigen Richtung. Bin ich anscheinend nicht so der Oberprofi. Kobalt erledigt. Also mit den Raketen. Mit den Raketen, mit dem zeige ich, das ist jetzt ein Kilometer einfach. Also Silizium. Okay, das werden wir gleich machen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie. Genau das meine ich jetzt. Brauchen wir den Bauernhof oben wieder. Das geht sich jetzt super aus. Wir haben jetzt schon einen mehr. Wir haben zwei schon oben. Eisen plus eins. Titan plus eins. Kobalt plus eins. Silizium plus eins. Und dann Magnesium. So, ein paar davon gleich. Hier die Platinen dann rein. Jawohl, wir sind jetzt wieder am Umbauen, aber ja, das ist halt nun mal Planet Crafter. Das ist halt nun mal so. Man oft auch umbaut. Beim Optimierter mit neuer Technologie. Magnesium.
So, das war Magnesium. Plus 1 Magnesium. Was haben wir denn hier? Geht es weiter mit Aluminium? Aluminium. Priorität 1, Aluminium. Und da steht er dann an, das passt. Dann haben wir Super Alloy. Das muss ich so schreiben, weil zwecks Englisch ist viel zu lang. Ah, Deutsch. Super Alloy. Zack. So, wo, wie kann das hier? Das wird nichts mehr, ne? Nee. Habe ich da irgendwas Kleines, das man da hinstellen kann? Bedoos. Und noch so ein Schredder. Uran, Osmium, Schwarzpulver. Ist das hier mit? Uran, Osmium, so, der hat Blau, Grün, Bunt, Rot. Blau, Grün, Bunt, Rot, Eisen. Blau, Grün, Bunt, Rot, Eisen. Magnesium, Silizium, Titan. Magnesium, Silizium, Titan. Sauerstoff, Aluminium. Zuerst drei Pass. Magnesium, Silizium, Titan, Sauerstoff, Aluminium. Schaut superbe aus. Yep,
So, die Frage jetzt, wie bringe ich da mehr hin? Ich da 3, 3, 3, 3, 3 mache, oder wenn ich die doppelt zusammenschiebe? Ich glaube, das nimmt sich nichts viel. Moment, ich stelle kurz noch ein paar auf. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe hier, bin gerade beim Befüllen von einigen der Dinge. Ich habe mir auch überlegt, wie ich das mit die Schredder mache. Ob ich die Schredder nämlich, war mir nicht sicher, ob ich nicht einfach einen Schredder pro Reihe das schreddern lasse, was in der Reihe ist. Brauche ich nicht, weil die Stäbe hier zum Beispiel werden nicht geschreddert. Das heißt, es haben in manche Reihen die Schredder einfach nichts zu tun. Vielleicht mache ich es trotzdem. Und ich bin auf diesem grauen Balken hier in der Tür. Dann geht sich das letzte, der Schredder hier genau noch rein aus. Es geht aber nur in eine Richtung. Nur hier auch auf dem Schrägen. Hier herüben bringe ich diese Kiste. Nicht so wie hier genau auf das Graue, sondern eins davor. Dann geht sich der Schredder nicht aus. Ich habe alles nochmal abgerissen, von der anderen Seite begonnen. Es liegt irgendwie an der Grafik dieser Türme. In die Richtung nach links kann man sie näher ranlegen, um ein paar Zentimeter. Und dann ergibt sich das so. Ist im Prinzip nichts Tragisches. Du musst nur wissen, ich habe es nochmal alles abreißen können. So, dann haben wir hier Osmiumstab. Das werden wir jetzt alles noch reinhauen. Der Osmiumstab. Osmium selbst. Der Uranstab. Uran selbst. Iridiumstab. Iridium selbst. Da muss ich ein bisschen den Nachschub erhöhen. Und da muss ein zweiter Erzbrecher raus. Der was Uranit bricht. So, seht ihr? Und der hier? Ja, jetzt die Frage, was der jetzt zermatschen soll. Das ist ja eigentlich jetzt ein Nutzierde hier. Der Mistkübel, im Prinzip könnten die wirklich. Der macht das. Okay, die drei hier. Das könnte ich eigentlich lassen. Weil es wurscht ist. Aber. Im Prinzip hätte ich ihn mit 10 sowieso befüllt, also ist es egal. Von daher. Na, ich mach. Okay, machen wir es noch einmal. Also die grundlegenden 6 Materialien. Nur Uranit und Iridium fehlt noch, gibt weg. Denn der hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Das hier noch alles, was rein muss. Und hier haue ich alles andere rein, was da rein muss. Das wäre hier eigentlich dann. Oh, die Stäbe nicht. Osmium, Uran, Iridium. Minus 1. Osmium, Uran, Iridium. So. Hier kann ich jetzt, habe ich noch eben noch Platz, um wirklich noch Sachen reinzufüllen. Das wäre auch ein Vorteil, wenn ich schnell was brauche. Ich verwende die Kisten selten, ich, manchmal schon, ich gehe daher. Und wenn ich was brauche, nehme es raus schnell. Ja. Das kommt schon vor. Ist aber jetzt eher selten, dass das bei mir so vor, dass ich es mache. So. Okay, somit wisst ihr mal den Zwischenstand. Und ich mache kurz die nächste Reihe. Das war jetzt ein bisschen ein Aufwand, aber ich denke, er hat sich gelohnt. Jetzt schauen wir mal den Ding. Das hier ist jetzt mein erster Stock, aber zuerst unten. Hier.
wir haben. Ich nehme mal mit. So, hier in jeder Reihe, weil hier, wie gesagt, sie steht mal auf der grauen Streifen. Jetzt geht sich hier nicht aus. In der Mitte geht sich das nicht aus. Am Rand wird sogar nachher, aber egal, ich habe es jetzt so. Eine Reihe Schredder, eine Reihe Schredder, eine Reihe Schredder, eine Reihe Schredder. Wir schreddern nur das, was irgendwelche Maschinen verstopft und nicht, was aus die Bohrer gefördert wird. Hier oben habe ich gespielt, damit die Abstände zwischen die Geräte gleich sind, weil ich möchte fünf Autocrafter, sonst bleibt normal einmal so viel Platz über für so einen Schredder. Aber ich habe das hier aufgeteilt, dass das schön gleichmäßig hier steht. Auch aktiviert für das. Und der auch. Ja. Dann habe ich von oben das schon runtergeholt. Hier ist auch nichts mehr hier. Also viel wie heißt, ja, das schaut alles jetzt sehr, sehr, sehr gut aus. Bin mir jetzt noch nicht sicher. Was finden wir noch fehlt? Was könnte ich noch machen? Habe ich Stoff? Das brauche ich nicht. Noch nicht. Wir haben dann hier die, haben wir, ja, Triebwerke könnte man noch eins machen, das wäre was, Triebwerke könnten wir noch bauen, bauen wir noch Triebwerke, ich baue mal hierher, Triebwerke, plus 1 Triebwerk. So. Ich möchte nämlich noch ein paar Sachen machen. Plus 1 Triebwerk. Und hier machen wir, weil es so schön ist, Kernfusionszelle. Kernfusionszelle. So, da darf die Kernfusionszelle rein. Da ist Wasser herin. Jetzt sind die alle mal befüllt. Dann fehlen mir hier, hier kann ich hier noch was machen. Was gibt es noch? Hammer, Mutagen haben wir auch. Haben wir auch. Drohnen brauchen wir nicht. So sollte ich das in Masse fertigen hier alles. Gut. Dann hätte ich jetzt, das habe ich jetzt das Problem. Und das ist ja ganz, ganz viele von diesen bunten Kristallchen hier gibt. Blau, lila. Blau, lila, grün, blau. Blau. So, wir werden es das mal die Farben hier mal näher geben. Das Lustige an der Sache, ich denke nicht, dass ich von jeder Farbe einen Kasten brauche. Das trotzdem Witzige dran ist, dass ich es glaube ich trotzdem tun werde. Gelb kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Machen wir mal darüber. So. Weiß nicht, wie fühlt sich die. Ha! Nicht, wie viel sich die anhäufen, die Dinge. Jawohl. Nein, nicht Bakterien. Untergehen. Dünger. Jetzt kommen wir ja zu der Herstellung von dem Zeug hier überall. Das Ding ist, ich brauche Bienen.
Das ist das, was mich so nervt, dass ich so viele Bienen brauche. Ah. Also, man kann nie zu viele Türen haben. Das muss ich nur erwähnen. Wollte ich einmal erwähnt haben. Man kann wirklich nicht zu viele Türen haben. Ah, so kriege ich das mit. Wie viel gibt es hier? 4 gibt es, nur. 4 Kästen oder 2-2? Also 4 Kästen sind genau frei. Perfekt. Plus 1, Angebot mal. Blazarquarz. Blazarquarz. Magnetarquarz. Ich werde das hier auch anders schreiben. Das zwecks Einheitlichkeit. Blazarquarz. Ja, die richtige Schreibweise muss hier weichen, weil das gefällt mir einfach nicht, wenn das so blöd ist. Quasarquarz. Das ist der Sonnenquarz gewesen, oder? Das ist der gelbe Sonnenquarz, wirklich. Ja, wirklich, habe ich mal gemerkt. Steppert. So, jetzt haben wir hier noch genau. Weil frei, wenn wir etwas in Produktion schicken wollen. Wir werden jetzt trotzdem mal die... Dünger weiterlaufen lassen, wenn es geht. Aber auch Dünger T2. Die Leiterplatinen. Triebwerke. Merkt man, wenn es voll ist dann. Legierungsstäbe. Iridium. Und die Superalloy. Die Osmiumstäbe. Ich bin mir sicher, dass das alles jetzt eine Weile produziert, aber dann ist wieder Friede vor der Eierkuchen. Das war Pulsarquarz auch machen, ja. Was ich vergessen habe. Output, alles. Output, alles. Output, alles. Output, alles. Output, alles. Egal, ob die übergehen, und hier kommt dann
Minus Priorität. Die werden nämlich aus nichts hergestellt. So. Na, läuft. So, ich denke, wir haben hier das meiste jetzt beieinander. Wir könnten uns jetzt wirklich um etwas anderes kümmern. Und dann vor allem hier um das nächste Blumen. Blumen. Blümchen und Bienchen heißt ja so schön. Da habe ich nur. Wir könnten hier weitermachen, weil das hier ist eigentlich schon obsolet jetzt. Da müssen wir einen Kasten werden wir befüllen mit diesen Teile. Aber nicht auf Automatik. Wie ihr seht, ist immer, sind hier manche immer leer und ich verstehe nicht warum. Das muss auf, das bleibt auf normal. Ist voll, okay. Okay, soll so sein. Ja, ja. Macht man das jetzt am dümmsten? Ich denke, wir holen uns so einen Kasten, stellen den mal hierher. Wir frachten da jetzt mal allerhand rüber. Dann haben wir hier so einen Ausräumkasten. Ja, genau. Das müsste ich jetzt sehr perfekt erkennen. Das ist ja. Jetzt läuft's gerade. Es läuft gerade richtig schön. Was kommt jetzt? Ein Inkubator, den haben wir ja schon. Der Inkubator ist ja das Teil hier, ne? Inkubator ist die Frage, wo stellen wir den jetzt hin? Wenn man hier. Mittig rein. Dann brauchen wir jetzt Platinen und Super Alloy. Problem ist, dass ich nicht genau weiß, was ich jetzt brauche. Jetzt sag, hier brauche ich jetzt für die Rezepte hier brauche ich immer. Was habe ich eigentlich alles? Die Fischdinger. Vielleicht mal nur drei. Drei, vier Kästen für das Zeug und ungefähr 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 9 Kästen ist viel. Nee, so viel werden wir nicht brauchen. Ja, genau, machen wir da. 0 bis 500, 500 bis 1000, ja genau so machen wir es. Drei Kästen für das Klumpert, den vierten für die Larven selbst. Das sind 7.
Wir bräuchten hier 7 Kästen. Was haben wir noch für Fertigungsteile? Ist ja erstmal egal. Müsste auch mal herstellen dann. Sauerstoffkapsel und einen Zweierdünger. Holen wir sich den mal. Zweierdünger. Und eine Sauerstoffkapsel. Ah, das ist schnell. Aha. So, schauen wir mal, wie groß ist das hier? It's a fish tank. Moment mal kurz nachdenken. Ja, das schaut gut aus. So werden wir das machen. Wir werden das hier, die Raupen, hier die Fische in der Mitte, die Lager. Das schaut gut aus, weil ich habe jetzt einen kleinen Raum rangehängt. Da werden wir noch eine Trennwand reinmachen. Aber die Frage ist, so eine Trennwand. Eine Glastrennwand. Ich würde sie fast gläsern machen. Das Problem an den normalen Wände. Eisen, Kobalt. Das Problem an den normalen Wände ist einfach, dass sie in eine Richtung. Oh, manche Glaswände ja auch. Ist. My fail. Das muss ich meine Autocraft ein bisschen bremsen da oben. Zumindest die mit Pulsarquarz. Ja, kannst du mir pro aufhören. Weil mir geht dann langsam das Ding aus. Super Alloy. Muss ich mich hier mal zurechtfinden. Sehr gut, der wäre eh gerade voll gewesen, das ist ja optimal. Ich darf nur auf die Level 1 Drohnen schreddern, eigentlich kann ich den ja auch weggeben, aber egal. Irgendwo ein paar Blümchen. Warum ist das gestern schon mal passiert? Das war genau hier, wo ich dann nicht looten habe können, weil irgendwas kaputt war. Also frage ich mich, ob die Raketen nicht irgendwann mal starten auch. Ja, seltenerweise. Bitte sehr. Flieg und Sieg.
Gut, wir werden mal so, wir werden das so weit. Ah. Wichtige. Wie die einfach aus nichts ploppen. Aber es gibt, glaube ich, dann wirklich einen Bug. Es gibt nämlich den, wo gesagt wurde, manche werden Larven gehindert, an diversen Orten zu spawnen. Auf dem Planeten. Ich habe wirklich nur hier welche. Also ich habe jetzt bin rumgeflogen vor ein bisschen. Es gibt sicher irgendwo noch was, aber in der Nähe gibt es gar nichts. Nichts. Nüsse. Nada. Ah, das geht einfach so super jetzt gerade. Wenn wir das noch eins aufstellen, wir haben ja genug Strom. Damit ein bisschen mehr nachkommt. Oxid, Uranit, Dolomit, Kobaltit. Da habe ich jetzt nur gesagt, weil es gerade so schön passt hat. Klarerweise. Das wäre dann hier. Kann man das genau ran knapp haben irgendwie, oder? Stufe 2 rein. So, Priorität 5, ab nach draußen. Wie wird denn der da? Der ist aber eigentlich nur so weit wegen dem Teil da, ne? Ach Gott, eine Leiterplatine. Muss mich dann noch ein bisschen zurechtfinden. Was? Lol? Ich komme sogar näher ran. Oh, da bin ich ja direkt baff, ehrlich gesagt. Was mich so stört, ist, dass dieses Teil hier eigentlich ja nur Zierde ist, ne?
Weil das tut ja eigentlich nichts. Kann ich diese Fische als Zierde nicht da woanders rein verfrachten? Leck. Nö, eine Biene hätte ich da lassen können. So, jetzt habe ich mich ungefähr ein bisschen eingedingselt. Wir werden hier machen Larven. Die nennen wir mal roh. Larven roh. Nur Larven 1. Ich werde nie so viele haben, dass das voll ist. Zumindest wüsste ich nicht, wo ich die Zahl herkriegen soll. Hier genauso, weil einsammeln tue ich sie selten. Frosche kann ich nicht mal anliefern lassen, weil ich sie wahrscheinlich noch nicht herstellen kann. Das kommt aber noch. So, dann kommt jetzt das Wichtigere. Das kommt das Plankton. Einmal. Gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Frosche haben werde. Ich könnte doch hier einen Schrank hinstellen, einfach hier weitermachen dann. Ja, okay. Plankton 1. Mir ist das super Alliance ausgegangen, genau deswegen habe ich ja nicht ewig eigentlich immer was herstellen lassen, unendlich lang. Ist mir das super Alloy doch ernsthaft ausgegangen? Und der hier? Ja, doch, wir produzieren gleichzeitig, das ist okay. Drohnen arbeiten schnell. Ich habe hier nämlich jetzt da die Plankton-Sorten brauche. Froscheier, dann gibt es hier mal das Phytoplankton. Plankton B. Das kann man sich ja auch noch nicht liefern. Ja. Phytoplankton A, B, D. Ich erinnere mich nur daran, dass das A. Phytoplankton B. Phytoplankton C. Das ist so nervend mit der Namenszahlung.
Ja, ganz mies aus, oder? Das passt sogar auf das Schild. Ja, gefällt mir schon besser. Gefällt mir schon wirklich, wirklich viel, viel, viel besser. Dann könnte ich hier dann ja zumachen, mit Fischli dran machen und dahin noch ein paar Blumis hin. Die Frage ist, ob wir den Raum dann überhaupt brauchen. Na genau, hier können wir mit den Tiere machen. Und hier schauen wir dann, wie viel Lagerplatz wir brauchen. Ja, schaut cool aus. Da gehen zwei Dünger und eine seltene Larve. Nicht doch, oder? Ich meine, ich kann Muttergen 2 nach wie vor nicht herstellen. Alles raus, raus, raus. Mach ich nicht mehr haben. Ja, da fällt mir das nicht runter, weil es noch nicht produziert werden kann. Nehmen wir da auch mit. Moment, ich habe schon einiges von den. Das ist jetzt eigentlich, wie viel von dem Zeug ich schon gefunden habe. Das aber gerade absolut nichts bringt. So, was kommt raus? Ein tausender Schmetterlingslarve. Bam, bam, bam. War doch noch irgendwo ein... Ah ja, hier. Geht schon, ja. Okay. Leute, das war's. Wir haben hier jetzt eine absolute... Turbo-Leistung hingelegt. Das alles hier so auf die Reihe zu bringen. Mein Turbo. Wir haben halt Vollgas weitergemacht. Ne? Insekten hätten wir hier noch. Ich bräuchte allgemein noch von den Insekten noch so ein. Allgemein noch so. Mein noch cool. Ja. Und beenden den Part. Er war wieder mal sehr, sehr, sehr cool. Hat mir total gefallen. Aber jetzt läuft das Ganze schon richtig schön. Jetzt werden wir sich noch so einen Sammler des Wasserlebensteils machen. Da brauchen wir jetzt erst noch die Seide. Für Seide brauchen wir eine Seidenraupe. Seidenraupe brauchen wir ungewöhnliche Raupe. Hätten wir sogar. Bakterien und Dünger, na, da wisst ihr schon, was ich jetzt weiter mache. Dreimal Bakterien. Dreimal Dünger. Echt, aber die Raketen kommen echt nicht zum Wegfliegen, gell? Was könnte man da noch reinfüllen lassen?
Ja, wenn das andere voll ist, darf man die Befüllung des Zeugs vergessen. Ja, auch bitte, gell? Aber das macht er ja sowieso gerade nicht, oder? Die Leiterplatine, Kernfusionszelle. Quarz noch, aber nur bei minus 1. Schauen wir mal, ob wir irgendwas der Überschuss haben. Nein. Nein. Ja, das kann jetzt aufhören. Okay, dann fange ich noch weiter durch. Leute, das war's mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, haut ein Abo, ein Comment rein, würde mich freuen. Bald geht's weiter mit den nächsten Games. Allbound ist jetzt, wenn Sie das jetzt schon hier vermutlich. Denke schon, weiß das Datum nicht genau, weil es müsste sich eigentlich ausgehen. Und wie gesagt, da geht's rund. Dann haben wir was Neues wieder. Wir werden hier natürlich weitermachen, aber nicht durchgehend. Das wird halt dann kurz mal ein bisschen abgewürgt dazwischen, aber nicht viel, nur ein bisschen. So, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und ciao.